Hallo, muss mal gleich ein Video noch machen nach meinem letzten. Ich wollte noch mehr sagen über diesen Shapiro und dieses Video, das ich in meinem letzten Video unten angebracht habe. Und ich habe mich entschlossen, nicht mehr darüber zu sagen. Und zwar, ich habe Nachforschung gemacht über diesen Shapiro. Nichts gegen das Video, das ich unten angebracht habe in meinem letzten Video, sondern einfach weil ich ja nicht übereinstimme mit dieser Person. Ich kann überhaupt nicht übereinstimmen in vielen Sachen. Und deswegen sage ich halt immer, ihr müsst da wirklich vorsichtig sein, wenn ihr solche Sachen anschaut. Wie gesagt, er ist ja Rabbi, dieser Jakob Shapiro. Und wenn ihr mehr wissen wollt über ihn, könnt ihr selber nachschlagen. Ich weiß es nicht, ob man etwas auf Deutsch bekommt. Er gehört dieser Lubavitch-Sekte an. Die größte Sekte eigentlich, glaube ich, in Amerika. Und von daher ist er mir eh etwas komisch. Und seine Definition, was ein Jude ist, war auch etwas komisch. Er hat gemeint, ein Jude sind alle die, die 600 noch was Gebote von Moses halten. Hat gar nichts gesagt von biologisch oder irgendwas. Die Leute, die diese Gebote halten, sind für ihn Juden. Er hat nicht mal gesagt Israeliten oder Hebräer, sondern Juden, was ja auch falsch ist. Er kennt sich also dann selber nicht aus, was Juden sind. Juden sind entweder Zugehörigkeit zu dem Stamm Juda oder Zugehörigkeit zu dem Königreich Juda. Und darunter zählen dann halt auch die Benjamiten. Weil die Benjamiten waren die einzigste, der einzigste Stamm, war der einzigste Stamm, der bei Juda geblieben ist, nach der Trennung. Und wenn ihr diese Geschichte nicht kennt, dann müsst ihr eigentlich euch etwas informieren. Sonst kann niemand Jude sein. Und er hat schon recht, weil die anderen 10 Stämme von Israel sind ja eh schon, wie gesagt, habe ich schon so oft gesagt, haben sich unter die Heidenvölkern gemischt. Und so haben sich auch die Juden, das hat er selber zugegeben. Er hat gemeint, er kann sich zurückführen auf polische und was weiß ich was. Vielleicht, ja gut. Aber es ist schon interessant gewesen, seine Meinung über den Staat Israel. Ja, seine Meinung und die Meinung, ja, ist schon sehr wichtig, dass wir eben verschiedene Meinungen schon anschauen. Und wiederum, wir können biblisch das anschauen und sagen, nee, Juden können sich zurückverfolgen auf Juda. Ja, auf Juda, Stamm Juda, und das kann sich ja heutzutage wenige, aber sie können sich traditionell zurückverfolgen auf die Vorfahren, die eben dem Judentum angehört haben, religiösen Judentum angehört haben. Ich wollte das nur noch dazu sagen, ja, weil ich fand es sehr wichtig, dass ich das anspreche. Wie gesagt, ich mache das immer. Tu immer danach forschen und möchte herausfinden, ja, was diese Leute glauben. Und die Lubavitcher, also ich nenne sie Lubavitcher, aber die Lubavitch-Gruppe, die auch sehr stark in Berlin tätig ist, ja, die sind etwas ganz komisch. Und ich muss da noch dazu sagen, es ist ganz komisch, dass er halt diese Einstellung einnimmt, weil ich denke oft, dass diese Lubavitch-Sekte sehr zionistisch ist.
sehr zynisch. Sie sind sehr, natürlich, sie sind sehr, ja, religiös. Aber wie gesagt, traditionell. Traditionell religiös. Und eine Frage, die ich an ihn habe, interessant, er hat gesagt, ja, die Juden, die wirklichen Juden, die halten sich an diese 600 und plus, was weiß ich, wie viele Anordnungen vom Alten Testament, ja, vom ja, ersten Bund, ja, er hat ja den ersten Bund genannt, vom ersten Bund, also am Berg Zion. Und ja, da habe ich eben die Frage, ja, und könnt ihr heute oder habt ihr in den letzten 2000 Jahren diese ganzen 600 Verordnungen einbehalten können? Und da müssen sie natürlich dann sagen, nein, weil ich weiß gar nicht, wie viel Prozent, 75% haben natürlich zu tun mit dem Tempel und den Opferungen. Und sie können das nicht einhalten. Und sie haben dann eben ihre eigenen, ja, ihre eigenen Weg gefunden, wie sie gerettet werden. Aber darüber reden sie ja nicht. Ah nee, wir halten diese 600 noch was Regeln oder ja Gesetze. Dabei stimmt es ja überhaupt nicht. Sie können das gar nicht. Ja, sie können das gar nicht. Sie können einige einhalten. Genauso wie eben die Pharisäer ja auch diese Regeln ja eingehalten haben. Ja, Jesus hat sie ja dafür, hat sie ja schlecht gemacht dafür. Ja, weil sie so streng diese Regeln eingehalten haben. Und wie gesagt, diese heutigen Rabbis, die laufen, die haben ja genau die gleichen Vorstellungen noch wie diese Schriftgelehrten und diese Pharisäer. Ja, wir müssen uns darüber halt informieren, was die Juden wirklich glauben. Er hat auch gesagt, das ist wirklich interessant, und weil wir haben ja die Frage vor kurzem gehabt, müssen wir Sabbat halten? Und da hat er wieder gesagt, ja. Und wenn ihr das nicht wisst, also es gibt ja diese Noahide-Regel, also Gesetz, das Noahide-Gesetz. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Also das geht zurück auf Noah. Und die Juden sagen, und er hat es auch gesagt, dass die Heiden, die müssen ja nur 7 Gesetze halten, die also vor Noah noch kommen. Also 7, nur 7. Und unter den 7, ich weiß es gar nicht, wer die 7 sind, aber auf jeden Fall ist das Gesetz mit der Samstagsruhe nicht einbegriffen, ja, in diesen 7 Regeln. Also ich kann es euch nicht mehr sagen, weil ich mich an diese 7 noahidische Regeln überhaupt nicht halte. Und das ist ja so und so ein Blödsinn, dieses ganze Tun mit diesen noahidischen Regeln. Ja, wir halten uns an die Regel von Jesus. Und sonst, ja, wie gesagt, 80% von den Juden in Amerika, in Israel halten sich an gar keine Regeln. Ja, die sind traditionell liberale Juden, die sich an gar nichts halten. Weil das habe ich nämlich gemerkt, als ich in Israel war. Ich war total schockiert, dass am Samstag nur gepartyt wird. Ja, also das hat ja da nur Barbecue und ja, das haben sie dann Sabbatruhe genannt. Aber ja, ganz egal. Wie gesagt, die 80% der Juden sind weltliche Juden oder liberale Juden, und die halten sich an gar nichts. Ja, aber es ist sehr streng. Ja, also dass man nach Israel einwandern kann. Also wenn du ein Christ bist und ein Jude, kannst du eh nicht. Lassen sie dich nicht, habe ich schon gehört. Ja, und auch wenn du Christ bist und Jude
und in Israel lebst, schon lebst, also zum Glauben kommst, dann bist du ganz schön auch verfolgt. Ja, musst du aufpassen. Ja, und deswegen ist es ganz gut, das anzuhören, was dieser Shapiro, dieser Jakob gesagt hat. Aber das nur nachträglich noch zur Information zum Judentum. Ja, ich glaube halt schon, dass wir nicht sehr gut informiert sind, wenn es um die Juden geht. Und er selber war auch nicht informiert über Holocaust. Ja, da war er auch nicht sehr gut informiert. Aber er hat auch zugegeben, dass der Holocaust ein wichtiger Teil ist, um die Juden zu konditionieren, damit sie den Staat Israel annehmen. Weil sie dann sagen, ja, der Staat Israel ist die Lösung zu diesem Holocaust. Ja, und ja, das ist vielleicht ein Grund, dass man das benutzt. Man benutzt ja das auch für die Nicht-Juden, also für die Heiden, um sie dazu zu bekommen, dass sie Israel unterstützen. Es geht ja immer darum, die benutzen ja alle möglichen von Ausreden, damit dieser Staat unterstützt wird. Ja, ich höre auch immer diese Ausrede, oh, der Israel ist die einzigste Demokratie in diesem Gebiet. Ja, also im Mittleren Osten ist Israel die einzigste Demokratie. Und das hat er ja eigentlich auch zunichte gemacht, dieser Jakob. Er hat also gemeint, nein, Israel kann gar keine Demokratie sein, weil eine Demokratie gibt gleiches Recht für alle. Ja, ob sie jetzt Juden sind, Moslem oder Christen. Und das können sie nicht tun unter ihrem Grundgesetz sozusagen. Ja, und unter ihrer Verordnung. Deswegen sage ich schon, dass dieses Video schon gut war. Ja, man hat schon einige Sachen erfahren, aber wir müssen dann halt wirklich aufpassen, weil ich möchte nicht, dass dann jemand denkt, ah ja, ich unterstütze ja diesen Jakob Shapiro. Ja, auf gar keinen Fall, wo ich jetzt weiß halt, wo er herkommt und auch andere Sachen schon gehört habe von ihm. Ich komme zum Ende, meine Lieben. Informiert euch immer. Information ist wichtig. Ja, weil ich denke schon, Information macht uns schon frei. Ja, und wir können Dinge besser sehen und einordnen, wenn wir mehr Information wir haben. In dem Moment, wo wir stecken und Angst haben und verängstigt werden und ja, dass man halt uns Schuldgefühle macht, ja, dann wird es sehr ungesund. Ja, lasst den Heiligen Geist euch immer leiten.